die roten Frontkämpfer jeweils zu Pfingsten nach Berlin zu ihren Treffen. Nach dem Berlin der goldenen 20er Jahre. Goldenen 20er Jahre. Goldenen 20er Jahre. Die erste stabile Währung eingeführt im November 23, die Rentenmark, wurde gedeckt durch die Ländereien und Industriebetriebe. Wer sie besaß, besaß alles. Wer nur seine Arbeitskraft besaß, musste froh sein, sie für den nackten Lebensunterhalt verkaufen zu können. Von 1924 bis 29 hatte das Deutsche Reich an die Siegermächte des Ersten Weltkrieges Reparationen von 8 Milliarden Goldmark zu zahlen. Durch Zölle und Steuern auf wichtige Nahrungs- und Genussmittel wurden die Hauptlasten auf die Werktätigen abgewälzt. Gleichzeitig wurde das Großkapital mit Krediten und Anleihen in Höhe von fast 6 Milliarden Goldmark gründlich saniert. Die USA, die den Löwenanteil dieser Summe der deutschen Industrie liehen, hatten doppeltes Interesse daran. Deutschland musste zahlungsfähig werden und vor allem als antisowjetische Speerspitze des Weltimperialismus erstarken. Von Hans Baluschek und Otto Nagel. Breite Schichten der künstlerischen Intelligenz machten die Probleme der Ausgebeuteten zu ihren eigenen. Ihre Werke sind für uns heute Zeitdokumente. Ihr Blick für die damalige Wirklichkeit hat nichts von seiner entlarvenden Schärfe verloren. Damals halfen sie dem Proletariat, sich seiner Klassenlage bewusst zu werden. Die Zahl der Arbeitslosen stieg von 800.000 im Jahre 1924 auf knapp 3 Millionen im Jahre 29. Bei diesem Überangebot blieb die Arbeitskraft eine billige Ware. Die deutsche Industrieproduktion erhöhte sich auf das anderthalbfache.
Die bedeutendsten Chemiekonzerne schlossen sich zu der IG Farbenindustrie zusammen. Berlin kamen die Roten Frontkämpfer, die Rote Jungfront, die Rote Marine und der Rote Frauen- und Mädchenbund zu ihren Treffen, den feierlichen Höhepunkten eines ganzen Jahres politischer Kleinarbeit. Zwischen 15.000 und 30.000 Quartiere stellte das Berliner Proletariat jährlich für ihre Klassengenossen. Proletarierwohnungen in Mietskasernen vom Prenzlauer Berg, Neukölln, Wedding. RFB entstand als Schutz- und Wehrorganisation der Arbeiterklasse. Als ein Teil der kommunistischen Gesamtbewegung wurde er zu einer antimilitaristischen und antifaschistischen Massenorganisation. Auf dem letzten, dem vierten Reichstreffen des RFB, versammelten sich auf dem Lustgarten 200.000 Menschen. Mai 1927, der gleiche Lustgarten. Der Stahlhelm, der bedeutendste rechte militaristische Verband, einer von 73 dieser Art, die eiserne Reserve des deutschen Militarismus. Die Deutschen Tage nannten diese Verbände ihre jährlichen Treffen. Am 10. und 11. Mai 1924 berieten sie so einen Deutschen Tag ausgerechnet nach Halle ein. Bei seiner Abwehr kamen drei Arbeiter ums Leben. Am 28. Juli 1924 schrieb die Hallenser KPD-Zeitung Der Klassenkampf: Der RFB, der jetzt ins Leben gerufen wird, ist die Organisation proletarischer Frontkämpfer, die, im Gegensatz zu den vaterländischen Verbänden, die Parole Krieg dem imperialistischen Kriege auf ihre Fahnen geschrieben hat. Zwei Monate später entstand in Halle die erste Ortsgruppe des RFB. Und der deutsche Tag war... Das war der Stahlhelm vornehmlich und da war der Anführer der Milchhändler Ulrich von Strubben, der uns dann als RFB und auch die kommunistische Jugend nach Düsseldorf gefahren hat, der den ersten Unmittel sich gekauft hatte. So kurios, wie das klingt, ne? Und der hatte uns, der war der Anführer von diesem Stahlhelm und wir, und die kommunistische Partei, rief zur Gegendemonstration auf. Und da war eine Unmassen Stahlhelmer da und die waren vor allen Dingen uniformiert. In alten Uniformen gingen sie auch noch. Da ist auch eine Reiterstaffel. Und auf der Fahnenstraße, da stehen heute allerdings Häuser, da waren lauter Zäune dort und die haben wir uns losgerissen und sind mit den Zaunsplatten da, da mitunter waren noch Nägel drin, sind wir natürlich nur jetzt den Stahlhelm entgegengegangen. Ja. Und die zogen mit ihrer Säbel und bliesen zum Sturm. Und das war das Furchtbar, was ich am Feld empfunden hatte, wie die zum Sturm bliesen, dass die Hornisten da auf der Bahnhofstraße, da kamen dann auch die Reiter angeritten auf uns zu, da sind wir natürlich dann kehrtwend gemacht und gesaust, bis wir ins Volkshaus reinkamen. Im Volkshaus haben wir dann die Dieren zugemacht, die schweren Dieren, und da haben wir uns dort in den Volkshaus da versammelt. Das war, also dort gab es keine Zahlenslatte mehr an der Bahnhofstraße. Das war die erste Feuertaufe, die wir offiziell als RfB-Entwanderer erlebt hatten. Wie beim Deutschen Tag in Pirna und Halle gingen die Polizei und die Rechtsverbände bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen den RfB vor. Doch die Arbeiter lernten es immer besser, sich zur Wehr zu setzen. Um nicht wehrlos so durch die Straßen zu laufen und so weiter, hatten unsere immer die Stecken mit. Aber das ist nur ein, zwei Mal gewesen und dann wurden sie verboten. Nicht wahr? Denn das wäre zu gefährlich gewesen.
wenn sie wären da zusammengeraten. Denn die Stecke waren nicht nur so. Die waren auch manchmal zwei oder dreimal stärker. In der ersten Zeit waren vor allem die ehemaligen Frontsoldaten des Ersten Weltkrieges Mitglieder des RFB. Daher auch der Name, der Rote Frontkämpfer. Die Mehrheit waren Parteilose. Es galt dem wiederaufsteigenden deutschen Militarismus zu begegnen. Aber mit Fäusten allein war das nicht zu schaffen. Die Wehrerziehung und die politische Schulung wurde im RFB organisiert und geleitet von den Kommunisten. Imperialismus, Kommandoreglement, der proletarische Internationalismus und seine Anwendung, Entfernung schätzen, Sowjetunion als erster proletarischer Staat, Jiu-Jitsu. Unsere Waffe war unsere Disziplin, war unser Bewusstsein, ja, das waren unsere Fäuste, ja, wo wir natürlich auch durch Wehrsport und so weiter auch trainiert und geübt waren, ja, aber die stärkste Waffe, die wir hatten, das war dann unsere Einheit, unsere Geschlossenheit, unsere Disziplin, ja, und unsere ideologische Überlegenheit gegenüber den anderen Organisationen, ja. Das war unsere stärkste Waffe. Und da haben wir nun sehr viel versucht. Wir haben die Agitation aufs Land gemacht durch unsere Landmärsche. Wir haben alte Zeitungen, Zeitschriften, auch neue, die gerade also aktuell waren, überall umgesetzt, haben mit der Bevölkerung gesprochen und so weiter. Wir sind auch manchmal schief gekommen, dass sie uns weggejagt haben. Sogar, dass sie die Hunde losgemacht haben und davon gehetzt haben. Aber das hat uns nicht abgehalten, sondern manchmal war das gerade so, dass die Kameraden sagten, wenn siehst, wo machen wir unserem nächsten Hausmarsch hin, dass sie verlangten, wieder in das Dorf zu gehen. Zu den Bauern gehen wir wieder. Wir hatten ja als Kapelle mit dieser russischen Musik Tournees gemacht, durch die Rote Hilfe. Wir sind tagelang rumgefahren. Da hat mir einer ein Auslesen gekriegt oder was. Er wurde unterwegs verpflegt durch die Genossen, wo wir hinkamen. Wir sind nach Oschatz gefahren, nach Riesa. Wir waren so ermüdet, dass ich mal während der Tanzmusik von der Bühne gefallen bin, vor Müdigkeit. Ja, es gab ja Zeiten, wo die Kapellenmitglieder restlos, erwerbslos waren. Alle erwerbslos. Und wenn der Ausmarsch war, ich habe keine Schuhe mehr. Dass wir eben dazu kamen und einmal mit dem Schuhmacher mal Rücksprache genommen hatten, dass so eben mal so 35 Paar Schuhe da mal Ausnahmepreis machen. Was der Organisation. Wir hatten Schuhsohlen gekauft und haben den Lehrer haben jedem noch die Schuhsohlen gegeben, so können wir das dafür ein bisschen draufkaufen. Schwierigkeiten hatten wir früher. Das musste dann der Organisation tragen. Aber dafür mussten sie ja wieder mal spielen. Denn wir hatten ja das Geld. Landagitation, Werbung neuer Mitglieder, Zeitungsverkauf, Wahlhilfe für die KPD, Wehrsport, Geländeübungen, politische Schulungen, das war der Alltag des RFB. Der Mitgliedsbeitrag betrug 15 Pfennige und für Arbeitslose 5 Pfennige. Das bedeutete, bei den Wochenlöhnen dieser Zeit von 20 bis 25 Mark, für die meisten Arbeiterfamilien ein Opfer. Auch die Kosten für die Uniform trugen die RFB-Mitglieder selbst. Er eintrat, unterwarf sich freiwillig den Befehlen seiner Führer und der Disziplin der Organisation. Der Schutz der Klasse, ein Prinzip der Partei, war ihre wichtigste Aufgabe. Im Oktober 25 verlangten die deutschen Fürsten nach ihren Milliarden als Entschädigung für die Revolution 1918. Die KPD rief zum Volksentscheid gegen die Fürstenabfindung auf. Unter dem Massendruck musste die SPD-Führung Fürstenenteignungen unterstützen. In den Ortsgruppen, wo der Einfluss der SPD-Zentrale nicht so spürbar war, arbeiteten Kommunisten und sozialdemokratische Genossen zusammen und obwohl der Volksentscheid die notwendige Mehrheit nicht erreichte, vereinigten KPD und SPD so viele Stimmen auf sich wie in keiner Wahl sonst. August 1928. Die KPD organisiert die Antikriegstage. Musik.
Höhepunkt war das mitteldeutsche Treffen des RFB in Leipzig, an dem etwa 60.000 Rote Frontkämpfer teilnahmen. Es war die Zeit, als die SPD-Regierung Hermann Müller den Bau des Panzerkreuzers A beschloss. So wie in politischen Aktionen gegen Panzerkreuzerbau und Fürstenabfindung organisierte der RFB unter der Führung der Kommunisten die werktätigen Massen im Klassenkampf. Zur Begrüßung des 6. Kongresses der Kommunistischen Internationale in Moskau überbrachte eine RFB-Abordnung das Bild seines 4. Treffens in Berlin. Es war der optisch sichtbare Ausdruck der internationalistischen Haltung des RFB und der Freundschaft zur Sowjetunion. Marcel Cachin, Chefredakteur der französischen Humanité, dankte der Abordnung im Namen des Kongresses. Der chauvinistische Mie war dem Roten Frontkämpfer fremd. Geschult im täglichen Kampf, lernt er den Klassengegner erkennen, hassen und entlarven. Solange es den RFB gab, stand der Transportarbeiter Ernst Thälmann an der Spitze dieser proletarischen Wehrorganisation. Und dann haben wir die dann irgendwo in der RFB-Kneipe getroffen. Da war ich schon am Diskutieren mit den Arbeitern. Na, mit uns wäre das ausgewertet. Ja. Und uns anhand einer einfachen Diskussion mit den Arbeitern die Politik der Partei erläutert. Ja. Wie wir als Roter Frontkämpferbund mit den parteilosen Arbeitern diskutieren müssen. Das war eine ausgezeichnete Sache und Teddy hat ja vor allen Dingen eine wunderbare Gabe. Er hat nicht nur geredet, sondern er konnte sehr gut zuhören, sehr geduldig zuhören, ja. Und bei ihm konnte jeder Arbeiter sich frei und offen aussprechen, ja. Ja. Und darum war er auch ja so beliebt, ja, weil er wusste wirklich Menschen zu leiten, ja. Ja. Er wusste Menschen richtig anzufassen. Der RFB hat keine Waffen außer denen des Sozialismus und des Wissens von der proletarischen Revolution und ihres Sieges. Die Bourgeoisie stützt sich auf ihre Bajonette. Sie vergisst nur eines. Die Menschen, die die Bajonette tragen, sind Arbeiter. Und wenn sich zum Bajonett in der Hand der Sozialismus am Hirn gesellt, dann wird aus bürgerlichen Bajonetten proletarische Macht. Ernst Thälmann. Gewinnung der Massen für die Abwendung eines drohenden faschistischen Krieges, das war Ende der 20er Jahre die wichtigste Aufgabe des RFB. Doch es kam anders. Im Dezember 1928 erließ der Berliner Polizeipräsident ein Demonstrationsverbot für alle Organisationen. Das war in erster Linie gerichtet gegen die Arbeit der Partei und gegen die Entwicklung, die der Rote Frontkämpferbund anstrebte zur Vorbereitung des 1. Mai 1929. Das Proletariat hat sich die Straße erobert und wird sie sich nicht nehmen lassen. Mögen auch blöde Philister sich über diese Demonstration entrüsten, schrieb der sozialdemokratische Vorwärts zu den Maifeiern 1908. 21 Jahre danach verbot der sozialdemokratische Polizeipräsident Sörri Giebel die Mai-Demonstration. Trotzdem gingen 200.000 auf die Straße. Dieser 1. Mai ist von großer historischer Bedeutung für unsere Arbeiterklasse. Denn diese Sergiwil-Polizei, wie wir sie nach dem Polizeipräsidenten nannten, diese Sergiwil-Polizei schoss in eine geschlossene Veranstaltung der Berliner Rohrleger in Neukölln. Einige Tote und Verletzte waren bereits die Folge und das verbreitete sich mit Windeseile in allen Stadtteilen und hatte zur Folge, dass nun die Arbeiter erst recht zur Demonstration auf die Straße gingen und dann also mit den Polizeieinheiten zusammenstießen. Thank you.
Auf den Druck des Reichsministers Severing verbietet am 14. Mai auch das letzte deutsche Land den RFB. Die Ereignisse des 1. Mai waren nur ein lang ersehnter Anlass für das Verbot. Denn der RFB übte Ende der 20er Jahre immer größere Anziehungskraft auch auf die sozialdemokratischen Arbeiter aus. Das Verbot sollte die KPD von den Massen isolieren. In Wahrheit aber wurden der antifaschistischen Einheitsfront Steine in den Weg gelegt. SA, SS und Stahlhelm blieben unangetastet. Der RFB ging in die Illegalität. Bekanntlich wurden damals die entscheidenden Stellen in der Reichsregierung und auch in der preußischen Regierung von rechten Sozialdemokraten sind sie besetzt gewesen. Besonders die Innenminister Severing und den Preußen Krischinski. Diese beiden Minister waren hauptverantwortlich für das Verbot. Wir waren die Angegriffenen, wir waren diejenigen, die also als Opfer auf der Strecke bleiben sollten, und so ist dann dieses Verbot also auch rechtswirksam, wie es so schön heißt, gemacht worden. Und die Schande der NPD, sie wollen uns das Feld über die Ohren ziehen, doch wir verteidigen das große Paris, die vor uns der rote Armee. Großer Wedding, grünreich genossen, halten die Fäuste bereit. Bilanz des Blutmai, 33 Tote. Erinnern wir uns, Halle 1925. Polizeiüberfall auf eine Wahlversammlung der KPD im Volkspark. Unter den 8 Opfern der RFB-Kamerad Fritz Weineck, bekannt als Kleiner Trompeter. Groß ist die Zahl der Kämpfer gegen Ausbeutung und Militarismus, die in der Weimarer Republik und während des Faschismus ihr Leben ließen. Betriebe, Schulen, Sportstätten, Schiffe, Kasernen, Truppenteile und Offiziersschulen tragen Namen wie Fritz Weineck, Trompeter des Musikzuges des Hallenser RFB. Edgar André, RFB-Führer des Gaues Wasserkante. Ernst Schneller, Mitglied der Bundesführung des RFB, führender Militärpolitiker der KPD. Ernst Thälmann, erster Bundesführer des RFB, Vorsitzender der KPD. Viele von ihnen sind im Krieg umgekommen. In Gefängnissen, in den Konzentrationslagern. Einige haben überlebt. Auch Emil Paffrath, der aus dem KZ in das berüchtigte Strafbataillon 999 kam. Wir waren ungefähr 18 Kommunisten in der Kompanie. Ja, das andere waren 12 Ämter. Ja, wir waren zum Teil Nazis, die chargierten. Ja, und die einfachen Soldaten, das waren zum großen Teil Kriminelle, ja, die also noch zum Teil Zufallsstrafen von 10, 15 Jahren abzumachen hatten. Und wir waren eine kleine Gruppe von 18 Kommunisten. Aber wir haben das, es waren auch eine Reihe von RFB-Kameraden dabei, nicht? Und wir haben das nicht vergessen, was wir unter der Leitung von Thälmann ja im Roten Frontkämpferbund gelernt haben. Nämlich Freundschaft mit der Sowjetunion, ja. Und das stand für mich fest, ja, wie wir den Befehl kriegten, ja, wir kommen an die Ostfront. Da stand das für mich fest und das haben wir dann noch in der Parteigruppe dann besprochen mit den Genossen. Ja, bei der nächsten Gelegenheit laufen wir über. Aber Voraussetzung war, dass wir uns schützten vor denjenigen, die ja anders dachten wie wir. Und da gab es also in diesem Jahr erst eine Reihe von ideologischen Auseinandersetzungen mit ihnen, die wir sehr geschickt führen mussten. Dann auf dem Heubersch, da war ich kaum 14 Tage, da wurden drei Genossen wurden öffentlich auf dem MEG-Stand erschossen, ja, hingerichtet, als sie wegen Zersetzungsarbeit der Wehrmacht, ja. Also man musste da sehr vorsichtig arbeiten. Aber trotzdem, es waren sie nun die Mehrheit auch der Chargierten, ja, auf unsere Seite zu bringen, ja, und unser Oberfeldwebel, das waren, jemand, der hatte Angst vor uns. Der wusste, dass wir gut schießen konnten. Und wir haben ja darüber auch diskutiert, ja, sollen wir das Waffenhandwerk erlernen bei den Nazis? Ich habe den Genossen immer gesagt, ja, also, ja,
Ja, von deren Inzidenz, ja, wir müssen auch das Waffenhandwerk erlernen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Auch unter den Bedingungen jetzt des faschistischen Krieges. Aber wir müssen keine guten Soldaten im ideologischen Sinne werden. Gute Soldaten im technischen Sinne müssen gut schießen können. Das wussten unsere Moorfeldwebel, dass wir gut schießen konnten. Ja? Ja? Ich war beispielsweise, ich war ausgebildet worden hauptsächlich am MG 42, ja, und war der beste MG-Schütze der Kompanie. Ja? Und wir wussten, dass wir das eines Tages brauchen können. Und wenn die das nicht gewusst hätten, dass wir gut schießen können, dann hätten wir die nicht so überrumpeln können. Dann hätten die uns glatt erledigt. Ja, aber so wussten wir, wir hatten keine Hemmungen. Ja, für uns stand nicht die Frage, darf ein Deutscher auf Deutsche schießen. In dem Moment stand die Frage, die oder wir. Ja? Und für uns war die Frage so, wie wir Kontakt haben mit der Sowjetarmee, dann gibt es für uns keine andere Entscheidung, als wie überlaufen zur Sowjetarmee. Und das ist uns dann auch gelungen. Es bleibt nachzutragen, dass Erich Richter der Mitbegründer der RFB-Kapelle in Pirna war. Hans Jendretzky, RFB-Führer des GAUs Berlin-Brandenburg. Auf unserem Foto spricht er auf einer Versammlung des RFB in Teltow. Emil Paffrath, Reichsführer der Roten Jungfront in der illegalen Zeit. Hier, zwei Jahre zuvor, in einer getauschten Komsomolzen-Uniform. Max Weinhold, Führer des RFB Unterbezirks Pirna. Viele Funktionäre in unserer Republik sind durch diese Schule des Klassenkampfes gegangen. Ihre Vergangenheit wurde ein Teil unserer Gegenwart. Ihre Geschichten, ein Teil unserer aller Geschichte.